mein Vater war Musiker, die Mutter auch, Bruder. Also es war ganz, ganz viele Musik um uns. Und ich habe die Musik ganz jung, ich glaube, ich musste 4 Jahre alt gewesen sein. Dann habe ich einmal die Gitarre genommen und mein Vater hat sich da sehr daran interessiert, dass er sieht, dass ich überhaupt an einem Instrument interessiert bin. Und das war halt die Gitarre. Dann, es ging alles relativ schnell, weil ich habe da dann ein paar Akkorde schnell gegriffen. Mein Vater hat mir 2, 3 Sachen gezeigt und ja, es kam alles so praktisch naturell, total autodidakt natürlich. Keine Note habe ich gelesen können. Und ja, und dann mit 12 habe ich meine erste Schallplatte aufgenommen. Dass du Jaco Pastorius kennengelernt hast, der damals auch schon ein Star war, dank Weather Report. Mein Gott, ja, Jaco, was könnte ich darüber sehen? Es ist wie ein Traum, wie in Erfüllung geht eigentlich. Ich bin immer noch ein großer, großer Weather Report-Fan und ich habe die halt leider nicht gesehen. Ich glaube, ich habe sie 1984 in Den Haag gesehen, aber das war schon mit, nicht mehr mit Jaco. Und ja, Jaco habe ich, wie war denn das? Mein Gott, in New York habe ich ihn getroffen damals. 1986 war das, oder 85 war es. Ja, dann haben wir da gejammt ein bisschen. Ne? Ich habe meine Gitarre mitgenommen und er hat damals in einem Club gespielt. Im Lone Star Café hieß das, in Manhattan. Und bin ich da rein und hat mich gesehen und gesagt, ja, spielst du Gitarre? Habe ich gesagt, ja, ja. Und gesagt, wo spielst du? Und ich hatte damals, eine Woche war ich in einem Club, da habe ich gespielt. In Fat Tuesdays hieß das damals, dieses Jazzclub. Und da hat er irgendwas gelesen und hat gesagt, ja, you wanna sit in afterwards? Da habe ich gesagt, ja, gerne, mein Gott, natürlich. Dann sind wir auf der Bühne und haben zusammen gespielt und so haben wir uns kennengelernt. Dann haben wir uns am nächsten Tag wieder getroffen. Und dann kam dann auch, ein paar Monate danach, kamen dann auch die Tourneen in Europa. Und daraus ist ja ein tolles Album entstanden, die Stuttgart-Aria. Jetzt Electric Sides, für mich ist das so ein bisschen so eine Klammer. Es knüpft ein wenig an Stuttgart-Aria. Siehst du es auch so? Ich persönlich, nee, nicht so, weil es sind auch viele Jahre vergangen. Ich habe auch viele Sachen mache ich anders heute, also sei spielerisch, ne, an der Gitarre. Und ja, vielleicht, ich meine, also dieses Jazzrock-Biss, der ist schon da, ne, sowieso, auf jeden Fall. Und mit dieser Band, es ist mehr, also mit der Electric Side Band, es ist mehr so eine Mischung zwischen, ja, Hip-Hop, Jazz, Funk, Rock auch ein bisschen. Es kommen so verschiedene Einflüsse drin, ne? So alles auf einem, ja. Ja, das ist die Fusion von heute sozusagen. Thank you.